Hallo Fans von Eintracht Frankfurt, willkommen auf dem Kanal. Hier werden Sie mit den neuesten Nachrichten aktualisiert. Also lassen Sie schon ein Like und abonnieren Sie den Kanal, um die nächsten Nachrichten von Eintracht Frankfurt nicht zu verpassen. Eintracht Frankfurts Manager Oliver Glasner soll das Interesse einer Reihe von Vereinen in ganz Europa geweckt haben. Tottenham Hotspur sieht ihn als nächsten Trainer an. Die Adler würden gerne den Vertrag des 48-Jährigen verlängern, der sie in der vergangenen Saison zum Titelgewinn in der UEFA Europa League geführt hatte. Doch der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, sucht bereits nach Alternativen, um sich auf einen möglichen Abgang des Österreichers vorzubereiten. Laut Bild sieht Eintracht Frankfurt U19-Trainer Mike Tullberg von Borussia Dortmund als möglichen Nachfolger, falls sich Glasner entscheidet, den Verein im Sommer zu verlassen. Tullberg hat seit seiner Übernahme als U19-Trainer von Borussia Dortmund im Jahr 2020 hervorragende Arbeit geleistet und ihnen in der vergangenen Saison zum U19-Bundesliga-Titel verholfen. Der 37-Jährige spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einiger der talentiertesten Spieler des BVB und verhalf auch Spielern wie Jamie Binoe Gittens, Youssoufa Moukoko, Tom Rothe und Ansgar Knauf zum Durchbruch in der ersten Mannschaft. Mike Tullberg gilt als einer der spannendsten Nachwuchstrainer Deutschlands. Und es ist nicht verwunderlich, dass Bundesligisten daran interessiert sind, ihn zum Cheftrainer zu ernennen. Sein aktueller Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch über 3 Jahre, nachdem er erst im vergangenen Jahr eine Verlängerung mit dem Verein unterschrieben hatte. Es wird also interessant sein zu sehen, was die Zukunft für ihn bereithält. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit zurück und bringe mehr News aus Eintracht Frankfurt.